Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Was behandeln wir hier gerade? Die Grundsteuerreform. Ich möchte es ganz kurz in 10 Sekunden erklären. Das Verfassungsgericht hat gesagt, wir müssen eine Reform machen. Also Deutschland muss eine Reform machen, nicht der Stadtrat. Und jetzt quasi haben sich die Grundsteuerbeträge für die einzelnen Häuser geändert. Aber die Kommunen haben quasi so ein Dampfrad, da kann man dran drehen und sozusagen Prozente hoch oder runter schieben. Und so kann man die Gesamtsumme der Steuer, Grundsteuer B, das ist das, was die Mieterinnen und Mieter bezahlen und auch Leute mit Eigenheim, das kann man sozusagen hoch und runter drehen. Und der Antrag der CDU möchte jetzt, dass wir das Dampfrad genau so einstellen, dass wir als Stadt genauso viel Grundsteuer einnehmen wie vorher. Das ist in meinen Augen vollkommen nachvollziehbar und da ist auch erstmal gar nichts dran zu rütteln. Was aber jetzt die Grundsteuerreform sozusagen den Kommunen auch gegeben hat, das ist jetzt eine Neuerung, das ist die sogenannte Grundsteuer C. Die Grundsteuer C ist auf Grundstücke, die man bebauen kann, die also baufertig sind, die angeschlossen sind, die aber einfach liegen gelassen werden, aus welchen Gründen auch immer. So, und dann ein Grund ist natürlich logischerweise, dass ich habe ein Grundstück gekauft, ich lasse es liegen in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal mehr wert wird. Und das ist ja vielleicht in einer Stadt, wo wir Grund und Boden dringend brauchen, vielleicht nicht unbedingt das, was man machen sollte. Man sollte also diese Grundstücke, die einfach liegen gelassen werden, man könnte auch sagen, die Spekulationsgrundstücke sind, sollte man besteuern. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit der Grundsteuer C, wenn wir sie hier in diesem Stadtrat einführen, auch zu besteuern. Was dann natürlich dazu führen würde, dass Leute, die ein Grundstück liegen lassen über Jahre, Jahrzehnte und es nicht nutzen und es niemand nutzt, dass die sich überlegen, okay, gut, dann würde ich das jetzt mal verkaufen oder bebauen. Wenn sie es bebauen, ist ja okay. Wenn sie es verkaufen, es gibt also sozusagen, ich habe es heute schon mal gesagt, ich glaube, wir leben im Kapitalismus, oder? Wenn jetzt sozusagen ein Druck entsteht, dass mehr Leute Grundstücke verkaufen, Angebot und Nachfrage, dann ist es natürlich so, dass es einen Druck auf die Preise gibt und es eher die Preise nach unten verschiebt. Währenddessen, wenn jeder sein Grundstück liegen lässt, niemand verkauft, dann ist der Markt sozusagen tot und dann gehen die Preise natürlich in die Decke. So, und der Inhalt, der wirkliche Inhalt, und das muss die CDU dann mal wirklich versuchen, irgendjemandem da draußen zu erklären. Unser Vorschlag ist, wir führen die Grundsteuer C ein, ich habe eben das mit dem Dampfrad erklärt, ne? Erst die Grundsteuer B ist so, dass es so ist wie vorher. Wir führen jetzt die Grundsteuer C ein und wenn wir da Geld einnehmen, dann geht die Steuer für alle anderen runter. So, das ist das Problem. Wieso gehen denn die Mieten hoch? Wieso gehen denn die Mieten? Das ist doch totaler Irrsinn. Jeder Mensch, der mietet, weiß, er zahlt Miete und einmal im Jahr kommt das mit der Grundsteuer. Wieso gehen denn dann die Mieten hoch? Das ist doch Quatsch. Das ist doch... Es ist... Also gut, wenn wir jetzt... Das heißt also, wenn wir jetzt die Grundsteuer erhöhen würden, die CDU... Grundsteuer, wir erhöhen die Grundsteuer, dann gehen die Mieten runter, oder was? Ja? Also, es gibt keinerlei Logik in dem, was die CDU sagt. Wir möchten die Grundsteuer C einführen, damit Spekulationsobjekte besteuert werden und diese Steuern, die wir einnehmen, auf die Steuern senken von allen anderen. Ja, alle zahlen weniger und die rein zufällig, ich meine, wie viele Leute kennen Sie, die eine Spekulation, das ist ja nicht so ein Ding, das überall jeder Mensch hat, so, ich habe hier 3 Spekulationsgrundstücke rumliegen. Also jeder, der ein Spekulationsgrundstück hat, zahlt und die Grundsteuer bezahlen, nämlich wir alle, zahlen weniger.
So, die CDU kann jetzt nicht mehr als lachen und feixen, versucht dann natürlich irgendwie mit irgendwelchen Sachen hier mich zu stören und zu sagen, ja, vor 50 Jahren wurde die schon mal eingeführt und dann hat man sie nachher wieder nicht, also wieder abgeschafft. Ja, warum hat man sie abgeschafft? Weil natürlich die Grundstückswirtschaft, die FDP damals, naja, geschmiert. Aber die haben da angerufen und dann hat die FDP dafür gesorgt, dass es wieder abgeschafft wurde. Weil wir natürlich in einem Land leben, was Spekulations- und Gewinne sehr gerne durchlässt, aber uns alle besteuert. Ich bin jetzt gleich fertig. Und deswegen sollten wir die Grundsteuer C einführen. Zugucken, wie die CDU sich jetzt in ihrem zweiten und dritten Redebeitrag versucht, um Kopf und Kragen zu reden. Meine Damen und Herren, bitte führen wir hier die Grundsteuer C ein. Dankeschön.